Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir machen jetzt weiter, ihr habt es gerade nochmal gehört. Quinn, das Arschloch, war von Anfang an der Pisser, der den Auftrag gegeben hat. Und ja, dafür wird er büßen, das ist ganz klar, das ist ganz, ganz klar. Nur überlege ich mir, mit welchem Anzug wir das machen. Mafiosi oder Chicago South Club? Ich glaube, ich misse Chicago, genau. Und ja, jetzt geht's los, Leute, jetzt geht's los. Ich glaube, wir stehen wirklich kurz vorm Finale und das sieht, ich sag's ja, also bei Regen sieht das sehr, sehr geil aus. Ja, zieht euch das mal rein, hier die Spiegelung auch auf dem Boden und alles, das gefällt mir sehr gut. So. Was ist denn das? Moment mal. Haben wir einen PC-Controller? Hinten ist so ein Aufkleber, weißt du, über dieses Sony-Zeichen. Ne? Das geht bei mir ab, ich weiß nicht warum. Zu viel gezockt oder so. Könnte sein. Ja, Leute, und an diesem Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier aufnehme, muss ich es nochmal einmal erwähnen. Einmal muss ich es mindestens noch erwähnen. Ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt noch geht oder so, das Let's Play. Aber wir haben, beziehungsweise ihr habt einfach mal locker, ganz locker, die 300.000 Likes geknackt auf Part 1. Das ist unfassbar. What the fuck, hab ich eine... Was war denn das? Nein, quatsch doch mir nicht direkt rein, Alter. Ich bestell mir einfach ein neues Auto, ein geileres. Ja, wie gesagt, 300.000 Likes, so viel hatte ich noch nie. Besonders nicht in so einer kurzen Zeit. Und auch die Aufrufe. Kann man sagen, definitiv zu meinen erfolgreichsten Let's Plays. Und ja, das durch eure Unterstützung. Das ist ein großes, großes Dankeschön an euch. Noch einmal. Und ja, ich kann nur hoffen, die Leute jetzt, die neu hinzugekommen sind, ja, dass sie vielleicht auch Ende des Jahres, wenn Assassin's Creed rauskommt und wahrscheinlich zwei Teile kommen ja wahrscheinlich raus, dass ihr da auch am Start seid. Denn ich kann jetzt schon mal sagen, Watch Dogs ist zwar ganz geil, aber an Assassin's Creed kommt es nicht ran. Für mich absolut nicht. Und deswegen, ich freue mich sehr, sehr auf Unity. Ich bin sehr gespannt auf die E3-Präsentation und ich bin sehr gespannt, was sie für die alten Konsolen denn noch machen. Assassin's Creed Comet und so weiter, das werden wir zocken. Und auch natürlich werde ich das Let's Playen und die ganzen anderen Kracher, die dieses Jahr noch kommen, wenn sie nicht schon wieder verschoben werden. Ach Leute, das ist echt eine Seuche geworden in letzter Zeit. Diese ganzen Verschiebereien der Spiele, ich verstehe das nicht, ich verstehe es echt nicht. Jedes Spiel wird verschoben irgendwie erstmal. Wird dick aufgefahren, Leute, dann und dann kommt es, es wird richtig geil, zieht's euch rein, so sieht es aus. Und dann wird's verschoben und dann sieht es nicht so aus, wie es angekündigt worden ist. Oh Mann, ey, ich weiß nicht warum. Was war das denn jetzt? Wie der letzte besoffene Falsch hier. Naja, wie gesagt, da kommen ja noch einige Let's Plays, warten noch auf uns. Jetzt kommt so langsam die Sommerzeit, da ist ja eher Dürre oder so, aber August, September mit Destiny und Evolve und Mittelerde, Mordor's Schatten, das sieht auch übel geil aus, da habe ich voll Bock drauf. Batman, obwohl Batman, glaube ich auch, es wird so ein Titel sein, der verschoben wird. Ach, so viel, aber genau, egal, genug gequatscht, denn wir haben jetzt eine Mission vor uns und hier gibt's keinen Weg zurück. Es ist echt diese klassische, es gibt keinen Weg zurück Mission. Oder heißt sie nur so? Wir werden es sehen. Das Mellow Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen, warum. Und danach stirbt er. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? What the fuck? Was zur Hölle?
Ich wollte gar nicht die. Ich wollte gar nicht meinen Ballermann rausholen. Ich wollte kurz hier die großen Schachfiguren angucken. Sehr geil. Aber es ist schön, dass sie uns das erklärt hat. Je schwieriger die Aufgabe, desto mehr hat sie Geld verdient. Alter, Leute, hättet ihr das gedacht? Hättet ihr das gedacht? Aber ich verstehe nicht, warum jetzt schon wieder alles gut ist. Die letzte Szene, die wir gesehen haben zwischen den beiden. Geh mir aus dem Weg, mieser Schubser gegen sie. Und jetzt, ja, kannst ja nichts für. Ist alles okay. Hä? Na, egal. Wollen wir nicht so sein? Denn wir müssen uns jetzt hier erstmal in Ruhe reinhacken. Denn egal jetzt Clara oder T-Bone, ist alles scheißegal. Wir müssen Quinn erledigen. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange, sehr lange. So wie ich Lucky kenne, komisch oder nicht, nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Mein Mann hat Ihnen letztes Jahr eine große Summe gespendet. Ich bin sicher, dieses Jahr spenden wir wieder. Ich muss mal verkleinern, das ist meine Frau. Ich sorge dafür, dass ich keinen Champagner mehr trinke. Wer war der Mann, der vorhin bei Quinn war? Der Große mit dem Sturm. Nein, nein, du hörst mir einfach nicht zu. Ich will raus. Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege und dieses gottverdammte Auktionsfiasko. Jetzt sind wir beide im Visier. Du wolltest dieses Amt. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben ihr Rack erwischt. Der Bürgermeister. Gekämpft. Rose wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky! Okay. Hier irgendwie? Da, ja. Boah, Leute, ey, dieser schissene Sticker hinten, wie der abgeht. Jetzt klebt der ganze Controller, als hätte ich... als hätte ich Schweinereien gemacht damit. So eine Scheiße. Okay, so, wir müssen als erstes das. Alles klar, das haben wir direkt schon mal freigeschaltet. So. Okay, gar kein Problem. Auf, so. Auf. Patrouilliert jemand in den Docks? Ja, alles sauber. Himmel, geh mir nicht auf die Nerven. Vielleicht ist der Boss wegen Pier zu besorgt. Sind wir vor Kopf? Kümmern wir uns um ihn. So einfach. Keine Sorge. Ciao. Ciao. Ciao.
Joseph DeMarco. Ihr habt auch vorhin die E-Mail gelesen, diesen Chat gelesen, hoffentlich, den ich vorhin gehackt habe. Da stand nämlich auch, sie wird zu einer Gefahr, wir wollen das erledigen, bla bla bla. Also, Clara ist in Gefahr. Was? Jemand hat den Alarm ausgelöst. Das ist der Alarm. Sieh nach, was los ist. Alter, jetzt klebt der ganze Scheiß-Controller. Man legt mich doch. Sieht euch das bitte mal an. Leute, nur Probleme, ne? Nur Probleme hier. Das muss doch nicht sein, Mann. Verzieh dich, ja, genau, verzieh dich. Die Frage ist jetzt. Oh, da ist auch ein Eingang. Ich sag's dir, das Kind ist nicht von mir. Aber sie sagte, er ist von dir. Ich hatte nur ein. Einmal ist genug. Aber das war erst vor. Ich soll doch da jetzt rein, oder nicht? Ah, fuck, Scheiße! Hey, mach langsam. Was hat er denn vor? Ah, verflucht! Das hat wehgetan. Okay. Ich stecke mitten im feuchtesten Traum jedes Verschwörungstheoretikers. Okay, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wo ich lieber wäre. Ich finde das großartig. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Oh, wie soll ich denn das machen mit den ganzen Leuten hier? Hey du, findest du das lustig? Es gibt doch nur noch Verrückte. Kann ich nicht hier. Kann ich mich nicht durchkloppen einfach? Oh, was ist das? Geh weiter, ich sag nichts. Lass es mich nicht bereuen. Man kann nicht mal über die Deckung. Um Gottes Willen, Leute, was. Warum geht denn das schon wieder nicht? Nein, nein! Ich will nicht sterben! Bitte, nein! Nein, nicht mit mir! Ja, ihr könnt's gerne wissen, ohne Scheiß. Ist mir eh lieber. Ist es irgendwie? Oh, shit. Wollt ihr wirklich Zivilisten töten? Also, ich hoffe doch nicht hier. Das ist einfach der Geilste. Mit Fokus. Und Schalldämpfer. Leute, wir schaffen es nicht. Wir brauchen Hilfe. Gut. Wo hat denn der Verstärkung gerufen? Das war doch gerade kurzzeitig hier angezeigt. Runter! Der Typ fällt so! Der Typ feuert auf uns! Der feuert auf dich! Wo war denn der jetzt? Da ist noch eine neue Pistole, ja. Was zum Henker? Du bist dieser Typ? Der aus den Nachrichten? Nein. Oh nein, nicht mit mir. Kleinen Pisser. Nicht in der Scheiße. In Deckung, du Vollpfosten. Bleiben! Gib jemand Sperrfeuer! Gib euch Deckung!